Also die Ausstellung hier, die hat jetzt 7 Beteiligte mit 6 unterschiedlichen Werkkomplexen. Und es war mir schon wichtig, hier auch eine Variation der Arbeiten zu zeigen, weil es ist klar, dass meine persönliche Arbeit jetzt nicht im Vordergrund meiner Lehre stehen kann. Die ist zwar bekannt irgendwo, aber ich bin eine Generation und meine Studierenden sind eine andere Generation, die leben in einer anderen Welt. Und insofern müssen die ihre Arbeiten schon selbst erfinden. Und der Titel dieser Ausstellung hier ist ja Picturing Realities. Und das ist ein Verweis darauf, dass die Fotografie für mich ja immer noch ein Medium ist, welches die Wirklichkeit spiegeln kann oder einen Kommentar zur Wirklichkeit bieten kann oder auch eine Einsicht vermitteln kann. Ja, als Lehrender finde ich, ist es Teil meiner Aufgabe, nicht nur ein gutes Studienprogramm zu haben, sondern auch die Studierenden oder dann ehemaligen Studierenden auch nach ihrem Diplom oder nach ihrem jeweiligen Abschluss so ein Stückchen weit noch zu begleiten und so eine Art Einstieg in die Kunstwelt zu bieten, wie sie real stattfindet.